Ja, servus und hallo, hier ist der TI Dennis mit dem neuesten Bitcoin und ETH-Update. Heute ist Freitag, der 29.01.2021. Zu aller Anfang erstmal, das, was ich hier zeige, ist keine Finanzempfehlung oder Handlungsempfehlung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. So, dann legen wir mal los. Und zwar mit Bitcoin auf den 1-Stunden-Kerzen. Ich habe dir ja gestern gesagt, dass man hier ein mögliches Rising Wedge Form, was normalerweise überwiegend bearish verlassen wird. Und ich sagte, dass man es, wenn man solche Pattern tradet, das nach dem Ausbruch machen sollte. Ja. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit logischerweise nach dem Pattern eher nach unten ist. Jetzt hat das, wie des Öfteren die letzten Monate, hat das sich nicht an die normalen Gegebenheiten gehalten und hat ein leicht bearisches Pattern bullish verlassen. Ja, und hier sehen wir eigentlich also wirklich einen perfekten Einstieg, ja, wie man das Ding traden kann. Ja, also Ziel war auf jeden Fall, also ich habe gerade hier das dupliziert, ja, und da oben hingesetzt. Ja, Ziel war diese Area hier. Also das wäre etwa die Oberkante des großen Descending Triangle beziehungsweise Falling Wedge. Ja, das hat er jetzt bullish verlassen, ja. Und wie man hier sieht, hat er das mit ordentlich Volumen gemacht. Also meiner Meinung nach wird das kein Fakeout sein. Natürlich muss man das abwarten, aber es wird meiner Meinung nach kein Fakeout sein. Guck mal kurz auf die 4-Stunden-Kerzen, wie das mit dem. Ja, also das ist. Ich denke, das sagt alles, ja. Das Volumen, ja. Hundertprozentig gibt es natürlich nicht, aber das ist schon ein richtiger Dildo, wo da hochgeht. Ein richtig grüner Dildo, ja. ja, okay, gut. Also hier sehen wir, das Rising Wedge wurde bullig verlassen. Hier hätte man schon einsteigen können, ja. Hätte da oben schon Profite nehmen können. Oder wie ihr seht, perfekt. Ihr seht, ich habe die Linien immer weiter gezeichnet. Wenn ich die jetzt weiterziehe, wäre das nochmal ein perfekter Retest gewesen. Und dann kam ja schon der grüne Dildo über das Haupt Triangle oder Wedge, über die Oberkante. So, also wie könnte man zum Beispiel jetzt den Ausbruch hier traden? Das ist nichts anderes wie hier. Man wartet, also ich würde hier, weil es ein großen Timeframe ist, ich würde hier die 4-Stunden-Kerze, würde ich hier abwarten. Wenn die hier einen Retest drunter macht, dann würde ich hier meine Long Order setzen und dann zum ersten Target bei etwa 45k und das zweite Target wäre etwa bei 50k. Ja, also das wären so die möglichen ersten Targets. Und was das jetzt schlussendlich für ein Pattern war, das weiß man nicht, ja. Also, ob es jetzt ein Falling Wedge war oder ein Descending Triangle war, schlussendlich ist es auch egal. Wir sind jetzt hier drüber über die Oberkante und ja, gut. Also, wie gesagt, wenn ihr das traden wollt, das ist keine Finanz- und Handlungsempfehlung, nochmal darauf hingewiesen, das muss man heutzutage des Öfteren sagen, dann macht man das erst nach dem Retest. Also so mache ich das, ja. Natürlich sind schon einige hier über das, wie er drüber gewickt ist oder drüber gesprungen ist, schon eingestiegen, kann man machen, ja. Hat natürlich mehr Risiko, weil es natürlich sein kann, dass es ein Fakeout ist und wieder runter geht, ja. Also ich warte immer die Retests ab und dann geht es hoffentlich dann hoch. Also so trade ich das. So, ich wollte euch nochmals kurz was zeigen. Also ich gehe davon aus, dass man monthly CPR sich erledigt hat für den Januar, den wird er wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Das heißt, die 15% Wahrscheinlichkeit haben zugeschlagen. Aber hier wollte ich euch mal was Interessantes zeigen. Die dünnen Linien, wo ihr seht, sind das Daily Pivot. Ja, und hier das komische Grün-Blaue ist, sind die. Das Grün-Blaue ist mein Weekly CPR hier. Und hier haben wir auch das S1 vom Weekly und das Monthly R2. So, und jetzt guckt mal genau hin. Er ist drüber, über das Weekly CPR und über das Monthly R1. Ja, hat eine Korrektur gemacht, perfekt in den Daily CPR-Bereich, plus Retest,
des Monthly R1 plus V-Test des Weekly CPRs. Und dann hat er die Dildo-Kerze gebracht und ist jetzt hier unter dem Weekly R1 und unter dem Monthly R2. Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage: Schafft er es weiter drüber oder nicht? Ja. Muss man sehen. Kann sein, dass er jetzt hier eine Konsolidierung macht, ja. Vielleicht eine Flagge bildet oder sowas und es danach weitergeht. Oder er macht jetzt hier ein Bad runter auf die Oberkante des Wedge- oder Tree-Angles, ja, um Retest zu machen. Das muss man halt jetzt abwarten, ja. Ich beobachte den Markt weiter und wenn was sein sollte, werde ich mich auf jeden Fall melden. So. Gehen wir mal, das war's zu Sachen Bitcoin. Ich möchte auch zu den Manipulationen und sowas überhaupt nichts sagen, ja, weil theoretisch ist es auch, kann man das auch technisch sehen, ja. Also, was es jetzt wirklich war, sei jetzt mal dahingestellt, ja. Also, es war auf jeden Fall hier auch zu sehen, dass er perfekten Retest gemacht hat und dann der Dildo hochging, ja. Also, ich will mich da jetzt nicht äußern zu den Manipulationsvorwürfen von einigen, ja. Können Recht behalten oder nicht, ja. Der Elon Musk hat natürlich was gepostet in seinem Twitter-Account. Aber ja, wie gesagt, ich will dazu jetzt halt nichts Großartiges sagen. Gehen wir zu ETH. Hier. So, und da seht ihr, dass er jetzt als nächstes wieder das All-Time-High ansteuert. Natürlich hat er hier, wenn er das hier bringt, ja, dann ist, ja, dann kann man den Cup and Handle schon fast als invalide sehen, ja. Muss man halt jetzt abwarten. Was ihr seht, er ist aus dem Falling Wedge ausgebrochen, hat hier so einen kleinen V-Test gemacht und ging jetzt nach oben. Ja, erstes Ziel wäre hier die 1462 und hier die Oberkante des aufsteigenden Kanals. Genau, das wäre so mein Zieltarget bei ETH. Was, wenn wir jetzt mal jetzt noch genauer hinsehen, ihr seht jetzt hier noch die kleine weiße Linie zwischendrin, da könnte er ein mögliches, mögliches eine mögliche ESKS bilden. Ja, gehe ich mal in den 1-Stunden-Chart, das sieht man es besser und da sieht man eine schöne Form. Natürlich ist das Volumen nicht perfekt, muss man dazu sagen. Ja, aber sei es drum, wie gesagt, die Kryptowährungen machen eh was wir als wollen, ja. Aber es würde passen. Er hat auch hier einen Retest gemacht, jetzt ist er auf dem Weg nach oben, ja. Und der Ausbruch, wenn man den nur nimmt, wäre das Target etwa, es wäre auch die Oberkante des aufsteigenden Kanals, ja. Also, das hätte man natürlich traden können, ja. Da war ich leider etwas zu spät. Ich kam erst von der Nachtschicht. Das tut mir leid, ich hätte es vorher schon gepostet. Genau. Also ich sehe jetzt erstmal Short Term hier, dass er das All-Time High jetzt schon fast wieder erreicht, beziehungsweise hier. Und erstmal das erste Tage 1460 vom Ausbruch des Falling Wedges. Und dass er dann den aufsteigenden Kanal dann antesten wird, ja. Ja, das sehe ich im Moment Short Term. Ja, ich zeige schon mal den Ausbruch nach oben aus dem Kanal. Dazu mache ich ein Duplikant und setze es mal da hoch. Ja, da wären wir bei etwa 9.000. Entschuldigung. Frosch im Hals, 1930 Dollar, ja. Aber muss man jetzt abwarten. Im Moment macht er einen schönen grünen Dildo. Und ja. So, jetzt gehen wir kurz mal zum TRI. Dazu gehen wir erstmal auf BTC. So. Und da seht ihr, dass der Pump oder dass der ich sag mal, die Long schon vorangekündigt war. Ja, hier haben wir im TRI ein schönes Buy-Signal, ja, wo valide war. Wir gehen, die zwei Panels gehören auch noch zum TRI. Die sagen, ist valide. So, da wären wir eingestiegen, hätten noch Ordern gesetzt. Da gab es eine Korrektur und dann ging es ja schon hoch. Ja, die zwei Signale seht ihr, ja, die sind ja eigentlich nichts. Stimmt, die hätten wir auch nicht getradet, weil nicht valide. Ja, hier gibt es keine blaue Box.
Ja, es war zwar unten, wäre es valide vom TIMF, aber hier gab es keine blaue Box. Das heißt, jetzt hier, ich meine, 2 Stunden schon nicht getradet und hier das Sell-Signal hätte man auch nicht getradet. Er hat zwar unten weiße Linie, das wäre valide, aber hier fehlt die rote Box. Das heißt, das hier hätte man auf jeden Fall getradet und wir wären jetzt schön, schön im Plus. Ja. So, falls ihr Interesse habt am TI, meldet euch ein, kommt einfach in die kostenlose Telegram-Gruppe, die steht in der Beschreibung drin. Des Weiteren könnt ihr den Kanal auch unterstützen, indem ihr euch über den Bybit-Link anmeldet, darüber tradet. Würde ich mich sehr freuen, ja. Da wird es auch demnächst mal eine Aktion geben. Und ja, was gibt es noch? Genau. Falls ihr mich noch unterstützen wollt, einfach einen Daumen oben lassen, kommentieren, teilen, abonnieren, ja. Das wäre super, ja. Gut, ich will es auch jetzt nicht zu lang halten, ja, nicht so viel Stories vom Pferd erzählen. So, ja, ich versuche mich morgen wieder zu melden. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch viele Gewinne und tschüss.